Schauplatz Zürich Altstädte, und da fährt das Gästeteam vom EHC Biel vor und mit dabei der Joren van Pottelberg, der Goalie. Heute aber nicht als Ersatz, nein, Biel mit einer Überraschung. Der Joren van Pottelberg ersetzt heute Harry Setteri im Goal, Thomas. Ja, ich bin ein bisschen erstaunt, finde das sehr mutig, wenn man so ein bisschen den Werdegang sieht. Also van Pottelberg finde ich einen super Goalie, aber ich meine, er ist mit dem Kreuzbandriss 8 Monate weg gewesen, hat nur 6 Spiele in der Qualifikation gespielt für Biel, 1 Playoff-Spiel und dann noch 4 Mal, glaube ich, in Winterthur. Und dass er jetzt so in dem Moment eingesetzt wird, ja, das hat mich schon ein bisschen erstaunt. Ja, nachdem Setteri Weltklasse-Leistung gezeigt hat, Shutout und gleich ein Goalie-Wechsel zu ihm. Ja, ich finde es crazy, ehrlich gesagt. Für mich ist es unverständlich. Ich kann es nicht verstehen. Ich habe das Gefühl, als Setteri bist du so in dem Flow rein. Selbstvertrauen ist so wichtig als Goalie. Wenn das so hoch ist und es ist so eine entscheidende Phase, was man dann sagt, ja, wir irgendwie, aus irgendwelchen Gründen wechselt der Goalie. Also, I don't know. Also, grosses Thema, grosse Frage. Und dann nimmt es sich natürlich Wunder, was die Überlegungen sind von den Bieler Verantwortlichen. Wir haben mit dem Goalie-Coach reden, mit Marco Streit. Ja, wir haben das schon vor der Serie angefangen besprechen, wo wir haben gesehen, wie der Spielrhythmus ist. Und wo wir haben gesehen, dass in den ersten 6 Tagen 4 Spiele sind, haben wir uns auf Gedanken gemacht, ob es eine Möglichkeit gibt oder auch eine Chance für uns, einerseits dem Setteri eine Pause zu geben und auch Joren gleichwohl ein bisschen im Spielrhythmus zu behalten, plus auch der Riley Sheehan, der kann eingesetzt werden. Und jetzt haben wir Spiel 2, haben wir schon vorher entschieden gehabt, dass wir das dem Joren geben. Also die Verletzung von Frado hat keinen Einfluss gehabt auf die Entscheidung? Hat keinen Einfluss gehabt, ist einfach jetzt auch noch gerade dazu gekommen und dann wäre es auch noch eine Option gewesen, genau. Das sind die Argumente, überzeugend? Also, nicht jetzt das da hören. Und es ist 1. April. Also, ich habe den Hugh Jackman als Wolverine gesehen, der wo unsere Räuberpistole will verkaufen. Also, ich glaube nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, was man so etwas Wochen im Vornherein plant. Man muss eine Momentaufnahme anschauen. Und Momentaufnahme ist der Junge einen Shadow gemacht. Ich finde es unverständlich, ja. Ich sage das ganz ehrlich. Ich finde es nach wie vor mutig, aber wenn wir ein bisschen genauer anschauen, ist es schon noch spannend. Oder die 4 Mannschaften, die jetzt noch dabei sind in den Playoffs. Also Zug ist dabei, klare Nummer 1 mit dem Cennoni. Wenn dem etwas passiert, der Hollenstein kommt, glaube ich, eher schwierig. Rubetz bei Zürich mit dem Weber. Ersatzgoalie hat irgendwo, glaube ich, 28. Januar das letzte Mal gespielt. Jetzt geht Biel so ein bisschen auf die Schiene, wo eigentlich Genf ist, mit dem Deckel und dem Meier. Und wenn du es so anschaust und es ganzheitlich denkst, ist es vielleicht nach wie vor mutig, aber strategisch nicht ganz so schlecht.